Das soll ich glauben? Das ewige Feuer wird uns leiten. Ein Kopper? Oder zwei? Schiebst du mit mir Nacht, Jake? Vermutlich nicht. Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein! Meinen Beinen geht's prima! Und meine Arme, schau! Wie Windmühlenflügel! Da! Siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch! Schau nur! Und mein Kopf völlig benebelt! Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich's dir zeige? Gesund wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Tja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier, da. Du bist glücklich. Darauf kommt es an. Oh ja. Besonders, wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen. Da, dort, ah. In der Stadt kenne ich mich nämlich aus. Und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher. Da wohne ich. Über den, drüben, da, lang, end dort. Lang, end dort, wo ist das? In Spitzenhall. Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke für deine Hilfe. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen? Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht?
Und die Tempelwache toleriert dein kleines Unternehmen? Sagen wir so. Sie weiß den Wert der Novigrader Krone zu schätzen. Menge wirkt nicht so, als könnte man ihn kaufen. Jeder ist käuflich. Doch Menge würde mich wirklich ein Vermögen kosten. Gut, dass seine Beamten nur Menschen sind. Manchmal werden sie krank, ein andermal wollen sie sich amüsieren. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es, bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand